Hier ist das Stadtmagazin TV. Und jetzt mit diesen Themen. Ein Dinner ganz in Weiß an der Seepromenade. Indianertag im Wildpark Ekolt. Blumenpracht auf dem Lotusblütenfest. Sport und Fitness im Stadtpark Norderstedt. Zauberei in der Seniorenvilla Bad Bramstedt. Und Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach über Bad Bramstedts Innenstadt. Das Stadtmagazin TV wird Ihnen präsentiert von Klatt & Co. Fenster- und Rollladenbau. Sportgeräte für jede Art von Workout. Das gibt es im Stadtpark Norderstedt. Bekannte und unbekannte Sportarten konnten Fitnessbegeisterte am 10. August entdecken, als sich im Stadtpark alles um Fitness und Gesundheit drehte. Ob Segway-Fahren im Parcours, eine Analyse der Fitness durch bekannte Fitnesszentren oder beim Yoga selbst aktiv werden, für jeden Geschmack war etwas dabei. Eine überwältigende Farbenpracht, soweit das Auge reicht. Das gab es am 9. und 10. August im Arboretum Ellaho. Professor Hans-Dieter Wader leitet das Arboretum seit 1985 ehrenamtlich. Also zunächst erstmal zur Norddeutschen Gartenschau hier im Arboretum. Wir arbeiten ja und planen hier ja und pflanzen ja. Es geht ja nach dem Motto, es wird durchgeblüht. Also vom Februar bis zum Frost ist hier sowieso was zu sehen. Aber was ganz toll ist, das sind die großen Pflanzungen des Wildalpenveilchens, des efeublättrigen Alpenveilchens, Cyclam hederifolium, unter den Zedern, unter den Lärchen, unter den Kiefern. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und sie blühen bis Ende Oktober und Ende Oktober steigt dann das berühmte Herbstfest. Besucher konnten auf dem Lotusblütenfest die Vielfalt genießen und sich an den Ständen kulinarisch verwöhnen lassen. 10-mal Kompetenz vor Ort in Schleswig-Holstein. Bei LZ Automobile erhalten Kunden alles von A wie Auto bis Z wie Zubehör. Eine freundliche, kompetente und individuelle Beratung ist für die Automobilprofis selbstverständlich. Am 10. August verwandelte sich der Wildpark Ekolt in ein Indianerdorf aus dem Wilden Westen. Ja, also wir haben über 4000 Besucher gehabt, also von daher ein ganz fantastischer Tag und wir haben damit gemerkt, wir haben genau den Nerv der Besucher getroffen. Wir hatten ganz viele Aktionen mit dabei und das ist, glaube ich, auch das, was den Erfolg dieser Veranstaltung ausmacht, dass man ganz viele Aktionen hat, wo man selber daran teilnehmen kann. Also dass man sich nicht nur irgendwas anguckt oder berieselt wird, sondern man kann ganz viel mitmachen, vom Goldwaschen über Hufeisen werfen. Da gab es die Möglichkeit, einen Totempfahl zu schnitzen, wo ganz viele dran beteiligt waren. Mal einer ganz tollen Reiterin zuzugucken, wie die das Pferd ohne Zügel geleitet hat und dann selber mal zu gucken, wie gut man das auch hinkriegt beim Ponyreiten. Also da gab es ganz viele Aktionen. Wir hatten die Karl-May-Spiele wieder mit dabei und deren Darsteller, der den Bloody Fox gespielt hat, der Nikolaus König, der hat dann gleich eine Patenschaft übernommen für den Uhumosi und das war für Ihnen, glaube ich, auch ein ganz tolles Erlebnis, mal so einen Uhu auf der Faust zu haben, so ganz nah. Und der war unendlich geduldig, wenn er seine Autogramme gegeben hat. Also da hat jeder Fan wirklich ein Autogramm gekriegt. Und das waren, glaube ich, ein paar hundert. Also da war richtig viel was los. Also das hat, glaube ich, alles zusammen, dieses Zusammenspiel, dann den Erfolg ausgemacht. Die Kinder konnten sich als Indianer schminken lassen, sich den passenden Kopfschmuck basteln und beim Ponyreiten Indianerqualitäten beweisen. Dinge, die sich nicht erklären lassen. Am 5. August verzauberte Erich Zander mit seinen Tricks die Bewohner der Seniorenvilla. Jetzt möchte ich Sie nur bitten. Die Senioren waren von der Zaubershow hellauf begeistert. Einige Tricks sind den Bewohnern noch immer ein Rätsel. Alle freuen sich bereits auf den nächsten Auftritt des Magiers. Nein, wo holen denn die alle her?
in 1,4 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde. Mit 97 Grad weltweit steilster Drop in vollkommener Dunkelheit. Novgorod. Willst du es wirklich wagen? Ein Dinner ganz in Weiß. Der Trend aus Paris ist auch in Norderstedt angekommen. Am 10. August trafen sich rund 350 Personen an der Seepromenade im Stadtpark, um gemeinsam zu dinieren. Es ist bereits das zweite Dinner in Weiß nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr. Ein drittes ist bereits in Planung. Ein langer Diskussionsprozess. Mit der neuen Umgehungsstraße sollte ursprünglich auch Bad Bramstedts Innenstadt fertig werden. Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach über die Pläne für die Innenstadtgestaltung. Und Sie können eben sehen hier auf der Karte, dass die Grundzüge des Verkehrs versucht sich jetzt auch in der endgültigen Fassung wiederfinden. Hier, wo früher die Ampel gewesen ist, also gegenüber dem Rathaus, wird es eine zusätzliche Querungshilfe geben. Langsam muss überall gefahren werden, aber auch wenn langsam gefahren wird, wissen wir, dass eben gerade ältere Menschen oder auch Menschen mit Behinderung sich trotzdem nicht trauen, dann einfach loszugehen. Es funktioniert, ich habe es mehrfach ausprobiert, bin da immer gesund und munter rübergekommen, aber einige, das kann ich verstehen, tun sich da ein bisschen schwer. Es wird auch so sein, dass eben viel von der Straßenoberfläche sich so verändern soll, dass also alle auch erkennen, sie sind in einer beruhigten Innenstadt. Das kennen sie alle aus den Nachbarstädten, dass dann, wenn sie in der Innenstadt sind, dass dann auch der Straßenbelag so aussieht und nicht Asphalt wie auf einer Autobahn vorhanden ist. Sie können hier eben erkennen, dass die Parkplätze, die wir jetzt auf den Blick haben, erhalten bleiben. Das ist immer auch ein politisches Ziel gewesen, nicht den gesamten Verkehr aus der Innenstadt rauszubringen, aber es für die Fahrzeuge attraktiv zu machen, die eben auch hierher wollen. Nicht den Durchgangsverkehr, sondern die eben auch hier in die Innenstadt rein wollen. Das heißt also, die Möglichkeiten hier zu parken werden in unveränderter Möglichkeit bestehen. Die zusätzliche Fläche wird aber eben auch für Veranstaltungen möglich werden oder beispielsweise auch dann für den Wochenmarkt, sodass es also auch während des Wochenmarktes einfacher sein wird, hier einen Parkplatz zu finden. Möglicherweise haben wir die Chance, dann auch einen zweiten Wochenmarkt in der Woche hier stattfinden zu lassen oder andere Veranstaltungen. Das nächste internationale Musikfest steht 2015 vor der Tür und es wird möglich sein, viele andere solcher Veranstaltungen in viel besserer Form als bisher dort stattfinden zu lassen. Den Jahrmarkt ja sowieso, aber eben nicht nur zweimal oder dreimal im Jahr auf dem Platz etwas zu haben, sondern auch öfter. Ja, wenn man sich Bad Bramstedt mal von oben anguckt, das Stadtzentrum, dann haben wir ja eigentlich zwei Stadtzentren historisch, nämlich einmal das um den Roland herum, den Bleek, und das um die Kirche herum, den Kirchenweg mit den davon abzweigenden Geschäftsstraßen Mainweg und Landweg. Wenn man sich die Gewerbestruktur ansieht, haben wir doch den meisten Einzelhandel im Bereich Mainweg, im Bereich Landweg. Dort sind wir jetzt in einer zweiten Stufe der Planung. Das heißt also, wir diskutieren momentan mit den Bürger- und Verkehrsvereinen, mit den Gewerbetreibenden, wie auch dort die Straße moderner gestaltet werden kann, sodass es im Grunde auch vielleicht für den Einzelhandel attraktiver ist. Die Testphase hat bewiesen, dass eine Innenstadt auch ohne Ampeln sinnvoll und sicher ist. Der Umbau soll im kommenden Frühjahr in die finale Phase gehen. Stadtmagazin TV Termine. Ein Bewegungskurs für Blinde und Sehbehinderte findet ab dem 25. August im Seniorenpflegeheimhaus Schleusberg statt. Axel Petz kommt mit seinem Kabarett Chill mal am 22. August in den Margaretenhof. Daniel Hoppe an der Violine und Sebastian Knauer am Klavier kommen am 23. August in den Kuhstall des Gut Pronsthof. Nun folgen die Holstenhallen-Events.
Die 70er Jahre sind der Schwerpunkt der diesjährigen Klassikertage, die am 23. und 24. August stattfinden. Die Nordbau, Nordeuropas größte Baufachmesse, lockt vom 10. bis 14. September alle Bauinteressierten in die Holstenhallen. Eine Kunstausstellung im Rahmen des Kunstfleckens findet am 14. September in der Passage der Stadthalle Neumünster statt. Stöbern und schöne Dinge entdecken können die Besucher am 28. September auf dem Flohmarkt auf dem Außengelände der Holstenhallen. Und hier kommen die Schlagzeilen. Neue Trikots für die erste Herrenmannschaft des SC Hasenmoor. Gesponsert wurden sie von Yvonne Franke Immobilien und der LVM Versicherungsagentur Karin Franke. Der Lions Club Hennstedt-Ulzburg unterstützt 49 Kinder mit Gutscheinen für Schulranzen und Zubehör. Ausbildungsrekord bei den Profis in Orange. Beim WZV haben gleich 14 Jugendliche in 6 Berufen ihre Ausbildung begonnen. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins. Das Stadtmagazin TV wurde Ihnen präsentiert von Klatt & Co. Fenster- und Rollladenbau.